Wie geht es weiter mit dem geplanten Technischen Rathaus? Der ungewissen Zukunft des alten Postgebäudes geht eine ebenfalls noch ungewisse Vergangenheit voraus. Ungewiss insofern, dass die Bürgerschaft und auch die Öffentlichkeit noch nicht Bescheid wissen, warum genau die Kosten für das Bauprojekt so sehr in die Höhe geschnellt sind und warum nicht früher darüber informiert wurde. Fakten sind, schon seit Jahren ist geplant, die in der Stadt verstreute Verwaltung konzentriert in einem Behördenzentrum unterzubringen. 2006 wurde dafür das ehemalige Postgebäude ausgewählt. Die Sanierungs- und Umbaukosten wurden damals noch auf 6 Millionen Euro beziffert. Im Sommer 2007 wurde eine Kostenerhöhung auf 8,5 Millionen bekannt. Im Mai 2010 wurde dann die aktuelle Summe öffentlich, 13,8 Millionen Euro. Begründet mit höheren Sanierungskosten durch Schadstoffe am Bauwerk, Denkmalschutz und Bauplanänderungen. Dennoch kam die Nachricht für die Bürgerschaft und für die Öffentlichkeit überraschend. Nun hat die Bürgerschaft in ihrer letzten Sitzung beschlossen, einen Untersuchungsausschuss auf den Weg zu bringen. Einstimmig auf Beschlussvorlage von der Linken, der SPD und den Grünen. Ein Untersuchungsausschuss ist ein sehr scharfes Instrument, das die Bürgerschaft sehr selten einrichtet. Man kennt das eigentlich eher aus dem Bundestag. Und es ist ein Instrument, das dann eingerichtet wird, wenn man das Gefühl hat, es sind wirklich große Probleme da, die rückwärts untersucht werden müssen. Das heißt, es müssen die Akten gesichtet werden, es müssen alle handelnden Personen auf allen Ebenen befragt werden, um herauszufinden, wer hat wem wann was gesagt oder auch nicht gesagt, wer hat wann was gewusst und wo sind die Fehler gelegen. Zwar fiel die Entscheidung einstimmig, doch im Detail herrscht nicht totale Einigkeit zwischen allen Fraktionen. Die Hauptsatzung gibt normalerweise überhaupt keinen Untersuchungsausschuss her. Also zumindest steht dieser Ausschuss rechtlich gesehen auf sehr wackeligen Füßen. Ich gehe davon aus, dass ein Ausschuss arbeiten wird, dass der auch Untersuchungsausschuss heißt, de facto aber kein Sitzungsgeld bekommen kann, weil er eben auf diesen rechtlichen, wackeligen Füßen steht. Ich gehe davon aus, dass wir Akteneinsicht natürlich nehmen werden in diesem Ausschuss, um die ganzen Dinge aufarbeiten zu können. Was wir, glaube ich, nicht machen können, ist irgendwelche Leute vorladen und die befragen. Ich glaube, das gibt dieser Ausschuss nicht her. Aber muss man abwarten. Viel diskutiert wurde in der öffentlichen Debatte schon über Reinhard Ahrenskrieger, bis März noch als Greifswalder Baudezernent für das Projekt Technisches Rathaus verantwortlich. Dieser habe, nach eigener Aussage, im Februar 2010 von der Baubekon, dem städtischen Sanierungsträger und Bauherren, eine Gesamtkostenübersicht in Höhe von 12 Millionen Euro erhalten. 1,8 Millionen weniger als nun bekannt, aber weitaus mehr als die 2007 vorgestellten 8,5 Millionen. Die Verwaltung habe sich darauf verständigt, die Bürgerschaft erst mit einem, Zitat, schlüssigen wirtschaftlichen Bericht zu informieren. Denn durch die neuen Planungen könnten, möglicherweise, mehr Einrichtungen im neuen Verwaltungszentrum untergebracht werden. Informiert wurde die Bürgerschaft dann erst am 10. Mai von Ahrenskriegers kommissarischem Nachfolger Jörg Hochheim. Warum erst so spät, gehört zu den Ermittlungszielen des Untersuchungsausschusses. Ebenso, wer wann was wusste. Dabei wurde auch schon öffentlich über Oberbürgermeister Dr. Arthur König gesprochen. Grüne und Linke regten, bevor der Untersuchungsausschuss überhaupt gebildet war, den Rücktritt des Oberbürgermeisters an. Der CDU-Kreisverband erklärte, ebenfalls noch vor Bildung des Untersuchungsausschusses, dass er voll hinter Dr. König stehe. Der CDU-Fraktionsvorsitzende ruft indes auf, erst einmal die Arbeit des Ausschusses abzuwarten. Was Herrn Dr. König und Herrn Ahrenskrieger anbelangt, dann noch überhaupt nicht auf der Tagesordnung. Nun lassen Sie erstmal die Ausschüsse arbeiten und dann werden wir sehen, wo möglicherweise welche Verfehlungen sind, wenn denn überhaupt Verfehlungen festzustellen sind. Fakt ist, am 20. April verhängte der Oberbürgermeister einen Auftragsstopp für das Projekt. Laut Pressemitteilung unverzüglich aufgrund des ermittelten Sachstandes. Dennoch wusste König schon zuvor von einer, Zitat, erheblichen Kostensteigerung. Denn als er von einer solchen erfahren habe, habe er den damaligen Bausenator, Ahrenskrieger, gebeten, Verwaltung und Bürgerschaft mit einer Präsentation über den Sachstand zu informieren. Ob mit erheblicher Kostensteigerung die von Ahrenskrieger genannten 12 Millionen Euro gemeint sind und was dann erst am 20. April, also nach Ahrenskriegers Weggang, den Ausschlag gegeben hat, den Auftragsstopp zu verhängen, blieb vom Rathaus bis Redaktionsschluss unbeantwortet. Aber nicht allein in der Verwaltung soll der Ausschuss nach Verantwortlichkeiten suchen. Schon in der Bürgerschaftssitzung klang an, man solle die Rolle des Sanierungsträgers Baubekon beleuchten.
Die Grünen wollen auch untersuchen, ob es Unregelmäßigkeiten bezüglich beteiligter Unternehmen gab. Es gibt eine Absprache von vor einigen Jahren, die ja schriftlich auch niedergelegt ist, dass sich verschiedene Einrichtungen Personen Aufträge zuschanzen, sprich Konkurrenten heraushalten. Es gibt den Verdacht, dass bei manchen Auftragsvergaben nicht alles mit rechten Dingen zugegangen ist. Das ist nicht belegt, außer dieser Absprache, die belegt ist, die unterschrieben ist und die an sich schon Skandal genug ist. Nicht nur um die Vergangenheit, auch um die Zukunft will sich die Bürgerschaft kümmern. Deshalb wurde ein zeitweiliger Ausschuss Technisches Rathaus beschlossen. Dieser soll das Bauvorhaben in Zukunft begleiten. Auch hier fiel die Entscheidung einstimmig. Auch hier gibt es im Detail noch Differenzen zwischen den Fraktionen. Also da erwarte ich, dass wir nach vorne gucken, dass wir möglicherweise das eine oder andere vielleicht auch noch stoppen können. Wenn ich höre, im neuen Technischen Rathaus an der Post soll Geothermik dort für über 1 Million eingebaut werden. Da muss man natürlich nochmal die Wirtschaftlichkeit überprüfen. Vielleicht kann man das auch nochmal zurückdrehen. Aber genau diese Dinge muss dieser Ausschuss halt bearbeiten, gucken, wo noch was zurückgedreht werden kann. Oder am Ende sogar feststellt, dass die Kosten zwar überhöht, aber immer noch wirtschaftlich sind. Also wir können nicht einfach sagen, wir sparen hier und da 10.000 Euro und dann machen wir einfach so weiter. Sondern wir müssen nochmal alle Optionen prüfen. Muss das die Stadtverwaltung wirklich an den Marktplatz? Gibt es nicht vielleicht doch andere Möglichkeiten? Wie rechnet sich das? Das ist der erste Schritt. Und der zweite Schritt ist dann, wenn was entschieden ist, egal was, muss dieser Ausschnitt das eng begleiten. Denn offensichtlich gab es hier oder in der Stadtverwaltung Defizite. Die zwei Ausschüsse der Bürgerschaft könnten jetzt Licht ins Dunkel bringen. Denn die Zukunft des Technischen Rathauses und auch Vorgänge der Vergangenheit sind, zumindest jetzt noch, unklar.